und herzlich willkommen zur vierten Spezialsendung von Politcast Uri. Heute geht es um das immer aktuelle Thema Bildung. John F. Kennedy hat einmal gesagt, es gibt nur etwas, das auf Dauer teurer ist als Bildung. Keine Bildung. Ohne das Geld ist euch in unserem Kanton kein Zugang zur Bildung möglich. Eine Sanierung der Berufsschule ist bitter nötig. Das Kollege in Altdorf hat 700'000 für einen Ausbau bekommen und grünes Licht für die Realisierung der zweisprachigen Matura. Moderiert wird die Sendung von John Knoll und Tobias Arnold. Ja, vielen Dank Steffi. Jetzt auch von unserer Stelle herzlich willkommen miteinander. Zu meiner Rechten ist der Tobias Arnold und ich bin der John Knoll. Wir dürfen ganz herzlich vier Herren heute bei uns begrüßen. Da hätten wir ganz auf der rechten Seite Stefan Hildebrand. Er ist Mitglied von der Jungfreisinnigen Uri. Zu seiner Linken ist der Fabio Affentranger. Er ist Mitglied von der jungen SVP Uri. Zu meiner Linken ist der Nino Arnold. Er ist Mitglied von der JUSO. Und dann hätten wir noch ganz links den Simon Stadler. Er ist Mitglied von der jungen CVP Uri. Hallo miteinander. Meine Herren, gerade mal eine Frage vorab. Versetzt euch bitte ganz kurz in eine Lage von einem Familienvater. Welche schulische Laufbahn würdet ihr euch ganz persönlich bei eurem Kind am meisten erfreuen? Fangen wir doch mal da ganz links an. Also erfreuen. Ich wäre froh, wenn einfach das Kind zufrieden ist. Oder? Und ich denke immer, das Kind sollte eigentlich den Weg selber machen. Oder wenn so ein gutes Bildungssystem, eigentlich in meinen Augen ist es das beste Bildungssystem der Welt, das wir haben, mit der Real oder mit der SEK oder mit dem Gimmi, man kann eigentlich alles nachher noch machen. Und von dem her bin ich zufrieden, wenn das Kind glücklich ist mit dem, was ich mache. Und was würde dir persönlich sehr gut gefallen, was das Kind würde machen? Also, was kommt dir da in den Sinn gerade? Also ich habe eigentlich keinen Wunsch, ehrlich gesagt, kann ich ganz gut sagen. Weil ich habe selber eine Lehre gemacht, jetzt bin ich am Studieren. Es hat mir eigentlich beides sehr gut gefallen. Also. Tipptopp. Nino, ich gebe gerade das Wort weiter. Ja, aus meiner Sicht stelle ich mir halt vor, dass mein Kind einfach, eben, auch wie er schon gesagt hat, einfach gefällt, was es macht. Am liebsten natürlich so erfolgreich wie möglich, eben, dass es dann auch weiterhin sein Kind kann besser finanzieren kann. Und eben, dass er selber eigentlich ohne irgendetwas kann, ohne Probleme kann weiterleben kann. Nicht, dass er eben so abhängig wird von anderen Leuten. Dass er finanziell auf eigenen Beinen steht. Und für das würde ich auch meinem Kind alles unterstützen wie möglich. Und darum finde ich eigentlich, sollte man bei solchen Sachen nicht sparen, wie Bildung. Ich gebe das Wort weiter, Fabio. Also ich denke, das ist eigentlich bei den anderen zwei Herren voran. Man kann nicht grossen Laufbahn vom Kind planen, was die Bildung anbelangt. Ich denke einfach, es ist wichtig, dass die Kinder oder die Jugendlichen in der Schweiz Bildung nutzen, damit die Schweiz anbieten kann. Weil so, wie er gesagt hat, haben wir eines der besten Bildungssysteme. Wenn nicht das Beste, man kann es vielleicht nicht mit anderen Ländern gerade vergleichen. Und die Kinder müssen einfach die Bildung akzeptieren und das nutzen, was alles gibt von dem Angebot. Ich gebe weiter. Stefan. Die Freundin hat immer ein bisschen Angst, ich zwinge unser Kind auch mal zu studieren und möglichst weit zu kommen und dass es dann immer muss lernen. Aber für mich persönlich ist einfach wichtig, dass das, was das Kind macht, dass es dort den Einsatz bringt. Und ich glaube, dort muss auch das Umfeld stimmen, dann muss auch die richtige Leistung gefordert sein. Es kann nicht sein, dass man das Kind überfordert, aber es soll wirklich auch die Infrastruktur haben, die Möglichkeiten haben, entsprechend von seinen Fähigkeiten etwas zu machen. Und da bin ich auch sehr der Meinung, dass man hier in der Schweiz ein gutes System hat, dass jeder entsprechend etwas von seinen Fähigkeiten und seinen Interessen etwas findet. Und darum ist es für mich auch ganz wichtig, dass man die verschiedenen Systeme nicht gegeneinander ausspielt, sondern dass man sagt, okay, es gibt ein Gimmi, es gibt auch auf SEC-Level gute Ausbildungen, auch die Berufsausbildung muss gefördert sein und ich glaube, da sind wir in der Schweiz auf einem guten Weg. Ja. Da kommen wir jetzt nach und nach darauf zu sprechen. Im Kanton Uri hat die Berufsbildung einen sehr hohen Stellenwert. Ich möchte auch konkret Berufsmatura mit der normalen Matura gegenüber, also der normalen Matura gegenüberstellen. Was denkt ihr, hat man mit einer Berufsmatura eigentlich mehr Chancen auf dem Arbeitsmarkt momentan? Ich gebe das Wort an Fabio. Ich denke, es kommt ein darauf an, in welchem Bereich du etwas suchst. Es gibt sicher Bereiche, wo vielleicht die Arbeitserfahrung schon auch zählt und darum halt die Berufsmatura in dem Sinne bevorzugt wird. Es gibt auch Bereiche, wo halt nachher eher theoretisch sind, wo die Matura bevorzugt wird. Ich denke, das kann man nicht so generell sagen. Nino? Ich muss auch sagen, eben, er hat schon angesprochen, dass die praktischen Bereiche eben durch die Berufsmatura meistens schon vorhanden sind und die auch
die mehr verlangt werden. Aber ich meine, wenn du Matura hast, kannst du immer noch irgend so ein Praktikum machen, falls eben das verlangt wird. Und darum finde ich, es steht eigentlich beiden nachher etwa gleich viel offen, was sie machen. Bei Matura kannst du sogar noch meistens noch spezifischer etwas anschauen, studieren. Aber du hast gesagt, man kann mit einem Praktikum dann alles, was man will, anfangen. Aber ich kenne viele, die Matura gemacht haben und vielleicht gewisse Schulen hätten besuchen wollen. Es ist keine Uni, es ist eine Hochschule in dem Sinne, eine Fachhochschule. Und dann hätten sie ein Jahr Praktikum machen und haben es dann gerade wegen dem Asyla und sind dann irgendwie in der Uni oder haben vielleicht PAZ angefangen. Das ist schon ein Unterschied, oder? Ja, es ist sicher ein Unterschied, aber eben, ich meine, die, die wirklich wollen, wollen das Praktikum machen. Ich meine, wenn du auch etwas wirklich willst, strebst du da drauf. Und dann du mal ein Jahr Praktikum, jetzt sagst du, machst einen komplett anderen Weg. Ich sage, ist es sowieso nicht das Richtige für dich? Dann, es ist sicher ein Unterschied, eben, wenn du davor einfach schon kannst sagen, ja, ich komme, weil ich ja schon die Erfahrung gemacht habe, zum Beispiel mit Brassmatura dafür gemacht habe. Aber eben, wenn du willst, machst du das gleich, das Praktikum. Also, ja. Können wir zu einem konkreten Problem vom Kanton sprechen? Und zwar ist das zurzeit Berufsschule. Sie braucht unbedingt eine Sanierung. Simon Stadler, warum ist denn so eine Sanierung nötig und wie würde die aussehen? Ja, also es ist momentan das Problem einfach, weil es zu wenig Schulzimmer hat. Also es Platz aus allen Nähten. Das ist eigentlich auch so, von der Verwaltung kommt das eigentlich auch, wie man das lesen kann. Sie haben viel zu wenig Schulzimmer. Die einen Klassen sind die Sitzungszimmer momentan unterbracht, wo sie ja, Unterricht haben. Und das ist irgendwie eigentlich kein Zustand, der auf Dauer uns so ziehen kann, oder? Also es braucht sicher zusätzliche Schulzimmer, es braucht Sanierungsmassnahmen, also das Dach ist langsam beifällig, die Fassade, Heizung, das ist alles das, was man eigentlich noch machen muss. Und ich denke, das wird auch nicht ein Überrissungsprojekt werden, sondern einfach den Ansprüchen entsprechen. Also du sagst nicht überrissen, aber in der Zeitung habe ich gelesen, 10 Millionen. Und vor ein paar Jahren haben wir über das Kollegium abgestimmt, da ist es um viel, viel weniger gegangen, das Urner Volk hat Nein gesagt. Richtig. Gymi ist es eigentlich vor allem, sage ich jetzt, eigentlich abgelehnt worden wegen dem Versammlungsräumen eigentlich, oder? Wo man eigentlich nicht als sinnvoll betrachtet hat oder auch Zürner Volk schlussendlich nicht. Ja, Stelle, ich würde gerne noch über das Kollegium später gerne noch kurz sprechen. Zuerst mal gerne würde ich noch von den anderen drei Personen hören. Wie wichtig sind die Situation von der Berufsschule erachtet tönt? Gerade eben besonders bezogen auf kostspielige Investitionen, die der Kanton demnächst vorhat. Also eben meiner Meinung nach, eben das Dach zum Beispiel, das hat schon ein paar Mal hineingeregt und ich muss sagen, so kostspielige Sachen musst du jetzt einfach machen, weil es, meine, wer wird eben im Nassen sitzen und wie schon alle, wenn schon schon genau mehr so ist. Nachher auch Klassenzimmer. Eben, man kann Räume finden, wo man sie vielleicht verlagern kann, aber auf die Zeit ist das auch keine Lösung. Dass man einfach sagt, ja, der Bereich, Fachbereich ist in anderen Gebäuden. Man, eben, da sollte man halt einfach mehr Zimmer zur Verfügung stellen, vor allem grösser, als halt Platz haben. Nicht eben, dass die eine einfach so provisorisch in einem Sitzungszimmer ist. Es ist kurzfristig möglich, aber es werden nicht unbedingt immer weniger, die dort in die Berufsschule werden gehen. Und darum finde ich eigentlich so finanzielle Sachen, was die Bildung angeht, in dem Sinn, dass man, wenn man schon zu wenig hat, dass man mehr ausbaut, mehr als sinnvoll. Und die Meldungen von der anderen Seite? Wir haben eigentlich dann, wo es um den Kollegenkredit ja gegangen ist, unter anderem auch gesagt, wir warten noch mit dem Ausbau auf dem Kollegen, eben zugunsten gerade von dem Berufsschul-Sanierungsprojekt. Ich bin zwar nicht unbedingt dafür, dass man die beiden Systeme, ich habe vorher gesagt, dass man die beiden Systeme gegeneinander ausspielt, aber ich glaube, dort bewegen wir uns auch auf ganz anderen Level von dem Projekt her. Am einen Ort geht es darum, Grundinfrastruktur sicherstellen. Ich glaube, die Heizung ist auch noch ein Thema, das Dach ist ein Thema, die Räumlichkeiten sind gar nicht vorhanden. Und was ich eben auch bei der Berufsschule einen wichtigen Punkt finde, ist, dass ja nicht ausschließlich die Berufsschule dort ist, sondern auch noch andere Kurse stattfinden, die auch für die breitere Bevölkerung angeboten werden. Und ich denke, dort kann man wirklich auch die Investition machen und dann darf man das Geld auch ausgeben. Und dann kann, wenn dann das wieder einigermaßen auf dem Level ist, wo man kann sagen, okay, das funktioniert, dann kann dann das Kollege gerne wieder kommen und mal einen weiteren Ausbau fordern. Oder ich denke, man muss die beiden Systeme ein bisschen, ich würde es nicht gerade sagen, balancieren, aber man muss sicher schauen, dass beide Wege immer möglich bleiben. Hast du das Gefühl, dass das Volk das so überlegt hat, was sie ja gesagt hat zum Kollegen? Ist es nicht vielleicht so, dass man jetzt
bei der Berufsschule das ausbildet und in 5 Jahren kommt wieder ein Kollegekredit und der wird dann wieder abgelehnt? Das glaube ich wiederum nicht. Das ist wirklich das, also ich habe es so ein bisschen wahrgenommen in meiner Umgebung, dass man wirklich auch ein bisschen den Eindruck hatte, okay, das Kollege hat eine sehr gute Lobby, auch im Kanton, und hat darum zum Teil auch, wie soll ich sagen, Kredite bekommen. Weil es einfach halt vielleicht auch ändert, man hat so ein bisschen das Gefühl, die Studierenden oder die Leute vom Kollegen sind in der Verwaltung. Hat es jetzt gute Lobby? Das Kollege hat ein zu starkes Gewicht, wo manchmal die Berufsschule zu kurz kommt. Irgendetwas muss ja gewesen sein, dass das Berufsschulhaus jetzt in diesem Zustand ist. Warum dass das so ist, da habe ich mich zu wenig damit auseinandergesetzt in den letzten Jahren, wie das gegangen ist, dass der Kredit so verzögert worden ist, dass man das Haus jetzt wirklich eben bis dazu, dass es reinregnet, dass das passiert ist. Oder? Aber wenn ich das Kollege mir anschaue, auf der anderen Seite, dort ist ja die Infrastruktur relativ gut, dort sind die Vorhaben zeitgemäß aufgeleistet worden, und ich glaube, das muss einfach für beide Systeme funktionieren, muss für beide Systeme möglich sein. Simon Stadler, warum hast du 2012 den Kollegekredit bekämpft? Ja, ich sage immer, im Gymi oben, der Kredit war nicht in die Bildung drin. Das ist ein Versammlungsräum, das ist nicht etwas, wo wir eigentlich schlussendlich direkt profitieren oder wo nachher der Schüler irgendwie eine Steigerung hat von seiner Ausbildungsmöglichkeit. Oder, es gibt andere Sachen, eben schon als Zimmer, wo es dann eigentlich darauf abkommt, oder Lehrmittel oder Einrichtung oder so, wo eigentlich sinnvoller wären, was man dort das Geld einsetzt. Oder. Wegen dem habe ich dazu mal Nein gesagt. Ja. Nino, du hast ja auch den Wechsel zu Fachzimmer hast du noch miterlebt, oder? Ja, gerade so knapp noch. Ja, eben, es ist halt, wenn du ein Klassenzimmer hast, und es ist halt schon angenehm gewesen, dass du so die Nachbarklassen alle recht gut kennt hast, auch eigentlich in diesen Zimmern während der Pause so eine Versammlung hast. Und mit meinem Wechsel zum Fachzimmer ist sie halt das verloren gegangen, hast du dich vielleicht dann nur so auf dem Gang gewesen, oder eben während einer grossen Pause in der Cafeteria. Und darum ist der Ausbau von der Cafeteria, die jetzt gemacht wird, finde ich sinnvoll. Weil eben, wenn du schon in der Pause kannst du auch nicht immer draußen sitzen. Wenn es eben zum Beispiel schlechtes Wetter ist, also, dass man einen Ort hat, wo man sich auch wieder während der Pause trifft. Aber eben so ein Mehrzweckraum, den sie wollen machen, oben dran, im ganzen oberen Stock, hat für mich eigentlich auch nicht wirklich einen grossen Sinn gemacht. Also, als Schüler denkst du, ja, einen Raum, einen grösseren Schaden nie, kannst du brauchen für irgendeine Theateraufführungen oder irgendein Musikkonzert. Aber eben, das Kollege ist so nahe im Dorf, man hat das Talspruch, das man jetzt immer wieder mietet, das ist ja kein Problem. Und darum finde ich den Versammlungssaal, Cafeteria ausbauen, finde ich mehr als sinnvoll, weil es auch die sozialen unteren Schüler halt ein bisschen mehr fördert, dass man sich ein Ort hat, wo man sich treffen kann, als nur immer auf den Gang. Aber der Mehrzweckraum ist für mich eigentlich mehr so ein Extra, das man nicht braucht. Und gleichwohl, der Berufsschulplatz aus allen Nähten. Und das Kollege darf 2016 eine zweisprachige Matura als Angebot austesten, um eigentlich den Kanton zu einem attraktiveren Wohnort zu machen. Will man dann in Zukunft nur noch Akademiker? Ich habe das Gefühl, man wird schon nicht nur Akademiker. Weil eben, nur mit Akademikern sind auch die Häuserbauer und all die waren Maurer, all die Berufe, die braucht es ja gleich immer noch. Ich meine, ich behaupte jetzt mal, die meisten Akademiker können keine Mauer bauen. Ich rede, bin ja selber auch ein Gymnasiast und muss auch sagen, ich bin teils handwerklich ein bisschen mehr der Theoretiker. Die Theorie kann ich es, aber praktisch ist es eben anders. Und darum sage ich, es ist nicht unbedingt, dass man ein Akademiker wird, wenn man sagt, man will eine englische Matura machen. Aber ich finde, es ist ein sinnvoller Weg, weil die meisten Sachen, viele Studiengänge, zum Beispiel Biologie, ist jetzt halt auf Englisch, größtenteils inzwischen. Und da ist das nur sinnvoll, wenn man schon die Schüler im Gymi schon darauf vorbereitet, für die das nachher machen wollen. Und Englisch ist jetzt halt einfach die Sprache, die in Sachen Wirtschaft und Entwicklung einfach führend ist. Wortmeldung von der anderen Seite. Stefan, Fabio. Also erstens mal wegen Kredit vom Kollegen, oder? Der ist, wenn natürlich, wenn man sagt, Cafeteria braucht man, ich bin einfach in Bernardenschule aus in die Säcke gegangen, wir haben das Verbot drinnen zu der Pause, wir müssen rausgehen, obwohl es geregnet hat. Und da sind natürlich Gymnasiastüler in dieser Zeit und haben gesagt, sie brauchen Cafeteria. Also da haben natürlich ganz viele Säcke-Schüler, Ja-Schüler und Fachschüler gesagt, also so geht es nicht.
das lehnen wir ab, weil es kann nicht sein, dass sie eine Cafeteria haben, das ist zu klein und wir müssen draussen stehen. Und das ist natürlich so, wenn man es so hoch im Niveau ein bisschen jammert, dass die Cafeteria nicht für alle längt, wenn alle drinnen sind. Also ich kenne viele Geschäfte, die auch Pause rum, und da denkt es auch nicht für alle, wenn alle zusammen Pause machen. Also das ist einfach gang und gäbe heutzutage. Wir kommen zur letzten Frage. Als letztes möchte ich eigentlich gerne von euch wissen, würdet ihr, wenn ihr nochmal könntet wählen, die gleiche Ausbildung wählen, die ihr bisher geniessen könnt? Also, ich fange gerade an, ja. Also mir ist es ist bei mir schwierig, ich weiß nicht. Also, der Maurerjob selber zum Beispiel ist super Beruf, hat so auch gerne gemacht. Es wäre mir aber im Nachhinein vielleicht schon ein bisschen ringer gefallen, wenn ich ins Gymnasium gegangen wäre, so vom Lernen her. Und ja, also ich glaube, ich habe eigentlich einen guten Weg gemacht, hat mir gefallen, aber ich kann es mir auch anders vorstellen. Also, ja. Dein Entscheid ins Gymnasium zu gehen? Ja, also mein Entscheid ins Gymnasium zu gehen, hatte ich nur eine kurze Phase, eigentlich kurz bereut. Weil ich dachte, ja, eben, lieber eigentlich Geld verdienen. Die anderen Kollegen eben, sind jetzt in der Lehre, haben ein bisschen Batzen und eben, siehst du halt schon, was sie mehr haben oder mehr können machen mit dem. Aber inzwischen muss ich sagen, für mich ist das der richtige Weg. Ich habe bei der Lehre den Theoretiker als der Praktiker. Und für mich stimmt das und ich würde es wieder so machen. Das Wort über Stefan. Ich glaube, ich würde es auch wieder so machen. Es ist wahrscheinlich heute nicht mehr möglich, weil dann, als ich angefangen habe, habe ich noch 7 Jahre Gymnastik gemacht. Es hat sich dort viel verändert, es sind viele andere Möglichkeiten, man müsste es wieder neu prüfen. Aber ich denke, für mich bleibt es das Gymnastik und es war sicher auch gut gewesen, dass ich die Unterstützung hatte, dass die Infrastruktur da war, dass ich das machen konnte, dass ich halt studieren durfte, nachher auch an der ETH, dass das alles möglich war und weiterhin vom Kanton Uri aus. Also ich denke, das würde ich schon wieder so probieren zu machen. Oder? Aber es ist vielleicht nicht unbedingt meine Entscheidung schlussendlich, weil ich habe die Möglichkeit gehabt. Ich denke, es war ein Privileg, dass ich das machen durfte. Und ja, ich bin dankbar für das. Fabio, schon mal Zweifel an deiner Ausbildung gehabt? Nein, also ich würde es so machen. Ich habe es auch genossen, in der Sekte, weil wir haben dort einfach Schüler von der Real und von der Werk gehabt. Das ist ein anderes Bildungsniveau dort ein bisschen kennengelernt. Hast du das halt gehabt, was zum Beispiel das Gymnasium halt nicht hat, weil es einfach eine kantonale Schule ist von der Grösse, oder? Und nachher mit der Berufsschule war es halt auch spannend gewesen. Du bist irgendwie in Zürich in die Schule gegangen, hast dort andere Berufe kennengelernt, die miteinander in der Pause geredet. Das ist natürlich sozusagen etwas Einmaliges, was du kannst erleben, wo du vielleicht in anderen Ländern halt Chancen gar nicht hast, oder Ausbildung zu machen. Also von dem her würde ich es wieder ähnlich wählen. Wunderbar. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, also bei unseren Gästen. Und ja. Ja, das war schon wieder von unserer Sendung zum Thema Bildung im Kanton Uri. In der nächsten und letzten Sendung von unserer Sendungsreihe geht es um die Jungparteien und ihre Zukunft im Allgemeinen. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben und wir hoffen, dass ihr auch dann wieder dabei seid.